Ladenbesitzer hat wirklich, ich film alles. Na, Schmann. Ich bin jetzt gerade in der Molkerei, muss gerade checken, weil die Netzwerkverbindung nicht sauber funktioniert. Wir machen gerade Eis, beziehungsweise ich pasteurisiere gerade unseren Eismix. Und wir haben schon relativ volle hier. Seht ihr das? 67% haben wir schon. Da geht schon noch ein bisschen was. Und jetzt muss ich euch noch was zeigen. Ey, das 3D-Drucken ohne Scheiß, das macht mir so viel Spaß. Und es ist ja auch erfolgsgerönt, ja. Davor ist es hier aber ständig umgefallen, also die hohen Becher. Warte mal, ich hol mal einen. Hat uns heute auch noch gequetscht. Wir haben ja jetzt, wir sind ja kleinst, immer noch Kleinsterzeuger in diesem Gespiel der Nahrungsmittelindustrie, ja. Wir kaufen mal, jetzt zum Beispiel von denen haben wir, also das ist sau bescheuert eigentlich, wir haben ja nicht mehr mal welche mit Papierummantelung, sondern wir bekleben die jetzt händisch, wie, muss ich da was sagen dazu, jetzt machen wir aus der Not eine Tugend, jetzt gibt es die da, in Schoko, also beziehungsweise Kakao, Kaffee und jetzt kriegen wir noch eine dritte Sorte dazu, da sind wir noch ein wenig ausdüfteln. Wir haben schon Umfrage gemacht und da kam, also eigentlich müssen wir 43 mit Milch machen, ja. Jetzt war ich aber eigentlich beim 3D-Drucker. Das guckt so aus, dass der Becher da eigentlich so durchflitzt, hier so. Und hier gedruckt wird und das Problem war immer, dass dieser Becher eh schon so gackelig war, ja. Und dann spätestens hier einen Abflug gemacht hat oder hier auf der Kante hängen geblieben ist. Und seit der jetzt heute haben wir angefangen, den so zu führen. Das habe ich ausgedruckt. Kann man versetzen, auch für die anderen Becher, ein bisschen nach hinten. Jetzt musste er hier schon rüber und hat damit mehr, beziehungsweise weniger von dieser Drehbewegung, was er abkriegt, weil so ist er geradeaus draufgefahren, guck, Drehbewegung umgefallen. Und da stehen jetzt wirklich 99%. Und das Geilste ist, das Teil. Würde mich kosten, wahrscheinlich, wenn ich es Edelstahl lasern lasse. Naja, also sagen wir es mal so. Die Italiener hätten es schon richtig machen können, haben es aber nicht gemacht, weil sie Pusher waren. Hätten wir das Band ein bisschen länger gemacht, wäre das auch einfacher gewesen. Und so ist es halt ausgedruckt auf zwei Teile. Ja. Da muss ich die Kante noch ein bisschen abtragen, vielleicht. Das schauen wir jetzt bei den anderen Sachen. Bei den großen Joghurts ist es halt so. Da geht es ein bisschen mehr raus. Wir können das ja alles anpassen. Und dadurch, dass wir so sehr geführte Bahnen haben, keine Becher mehr, die umfallen. Und ich glaube, das hat jetzt gekostet, filamentmäßig 30 Meter die eine Seite und 20 Meter die andere Seite. Also vielleicht 5 Euro plus Strom, rechnen wir 10 Euro plus die Arbeitszeit. Da verrechne ich den Spaß nicht. Genau, und jetzt zeige ich euch noch was. Wir müssen nämlich morgen wieder ein bisschen hochstapeln. Es ist voll, voll, voll. Die Mutter wird gerade was rauskommissionieren. Jo, also jetzt, wir silieren ja heute zeitgleich noch, wir machen so eine One, wie sagt man da dazu, Ein-Tages-Silage, Frühman, dann hat er mit dem Aufbereiter, dann hat er Max geschwadet und jetzt fahren sie ein. Also ich ziehe mich da mal schnell um und dann gehen wir kurz hinter. So, der Niklas ist am Walzen. Wir haben jetzt immer gesagt, wir machen die Schnitte nur den ersten mit dem Häcksler, weil wir so, unsere Flächen sind recht weit auseinander und da fahren wir jetzt mit dem Ladewagen. Mei, vom Ertrag her hätten wir vielleicht nochmal mit dem Häcksler fahren können. Das ist schon sehr gut angewägt. Aber das Futter schaut von der Qualität her super aus. Da sieht man die Schnittlänge. Wenn es das so ist, ich muss jetzt mal schauen, dass wir dann noch auf dem Ladewagen mal mit draufhauen. Also, bis gleich.
Was denn? So, jetzt haben wir noch was Schönes gesehen. Und jetzt sehen wir wieder was, was uns gar nicht so gefällt. So, was willst du? Echt? Jetzt fahren wir wieder zurück. Boah, hoppala. Entstellen praktisch, gucken da hinten rein, weil dann werden wir sehen, dass da wahrscheinlich ein Loch runtergegriffen wurde. Der sieht's nicht und irgendwie passt der Algorithmus einfach nicht. Oder sehen du das wahrscheinlich? Aber der Algorithmus passt einfach nicht dazu. So, war's klar oder war's klar? Der Fehler ist Rapschuh. Und er packt diese Kante nicht weg. Oder diese Schräge vielleicht. Wahrscheinlich ist es sogar diese Schräge, ich weiß es nicht genau. Ebnen wir jetzt das ein und dann funktioniert es wieder. Für 2 Stunden. So, und jetzt ist das ganze Thema erledigt. Das war's. Scheiße, oder? Weil hier, da bei der Silage, da funktioniert das Ganze ja auch. Das Schlimmste, also eigentlich das Schlimmste daran ist, dass du hier kein Display hast, wo du sagst, ich wähle mich ein, entstört, fertig. Nee. Man muss sich mit dem Handy hier einwählen, hier einwählen, hier einwählen, hier einwählen und da drüben einwählen. Und der Bernd guckt schon wieder ganz skeptisch. Wir machen es jetzt wieder mit dem Schnaggi.
wegen Film. Was nur wegen Film? Muss dann auch ein Schreiber oben drauf. Alter, das ist die. Telekom. Das ist die neue. Helles. Ja. Was, geh mal. Davon. Hoffentlich sind das gute Aufnahmen. Machst du Bike von so aus der Felge? Thank you.
Es ist ja so, heute früh hat der Vater was entladen, was mit am LKW stand. Und hat er dann direkt beim Eismachen oder vors Eismachen hingestellt, dass wir die ganze Zeit neidvoll auf die Maschine schauen. Jetzt muss das Telefon. So, eigentlich müssen wir es doch so machen. So. Funktioniert nicht. So, wollt ihr schon mal reinlugen? Sieht man nichts, ne? Da sieht man auch nichts. Viel Edelstahl auf jeden Fall. Sehr gut. Wie Weihnachten. Weihnachten für Fortgeschrittene. Was wollte ich vorhin sagen? Ach, der Hund bewacht schon wieder die Maschinen. Na Hundi! Hundi! Oh. Denkst du, ich leck mich am Ärmel. Auch kompliziert ist. Davor hier, dann können wir es so sauber machen. Ah ja, machen wir drin. Machen wir drin sauber, stellen wir es gleich hier. Nur die Hälfte. Hundi! Komm her. Komm her. Thank you.
Schweine! Es ist wurscht, ich werde nochmal putzen. Gehen wir mal schnell ab, du hast da. Hundi, hab weiter mit dir! Und das Ding kostet 26.000. Ja. So, passt, läuft. Ich finde mal die Bia, die kennt man gar nicht ohne Haarhaube und ohne Mundschutz. Finde ich. Bia hat nämlich immer ganz unterschiedliche Haarfrisuren. Und mir singen die eigentlich immer gar nicht. Na Bia! Ich sag grad, wir singen mir deine Haarfarbe immer gar nicht. Okay, Bella, Bella, Signora, Bella, Bella Bambini, ciao, ciao, Bella. So, also im Prinzip funktioniert die Maschine ganz einfach. Das ist unser. Das ist unser Fruchtmischer bzw. unser Stracciatella Vorwärmer. Hatte da schnieges Rührwerk, dass der da schön, dass das alles immer schön verrührt ist. Dann kann man eine Drehzahl und so einstellen und auch die, vor allem die Fördermenge von der Pumpe. Das ist die sogenannte Ripple Pump. Und das hier ist der Fruit Feeder. Da hauen wir zum Beispiel hier so Salted Karamell rein, Karamellstückchen oder Cookiesmasse. Deswegen haben wir da auch zwei so Schnecken. Dann dosiert sie damit diese Zellradschleuse. Das ist ein.
Das sitzt auf einem Extender. Extender. Keine Ahnung. und schneckt es da ab. Da kommt praktisch das Eis rein. Dann schneckt es das da rein. Und geht hier weiter. So ist der Plan. Und dann können wir hier die ganzen in der Frequenz verstellen. Also Schnecke zu Zerrerschleuse zu Rührwerk. Glaube ich. Schnecke. Rührwerk. Vielleicht. Keine Ahnung. Wir werden es dann mal ausprobieren und wir werden dann wahrscheinlich am Morgen und am Donnerstag fluchen wie die Sau, weil wir haben viel Eismasse, die dann weg muss. die wir verarbeiten müssen. Mal sehen. Also, bis gleich. Aber das stimmt nicht. Das ist auf jeden Fall ein anderes Signal, was auf. Hat sich ja fast erübrigt. Ich glaube ja sogar, das ist die Rührwelle. Genau. Das ist eine Mischwelle, die das dann im Eis auch nochmal mischt. Ah, und damit stelle ich praktisch ein, wie vollzogen das Eis, durchzogen das Eis ist. Ich verstehe das Prinzip. Ah ja, hätte man auch vorher wissen können, ne? So, und wenn das jetzt... Naja, wir werden es auf jeden Fall mal reinigen und dann mal sehen, was dabei rauskommt. So, jetzt habe ich da so einen Anschluss reingestümpert. Oh Mann, und der Strom hat schon wieder bloß nur 5%. Also jetzt stümpern wir da schnell noch den Strom hin. Und dann muss das funktionieren. Muss. So, was ist da neu? Haben wir das durchgeschoben? Das Arsch lecken nicht. Naja, müssen wir das Außenschäber abziehen. Also, bis gleich. So, angeschlossen ist. Jetzt fahren wir mal rein. Die Kiste. So wie das der Akku noch ein bisschen hält. Dass ihr seht, wie das Licht ausgeht. Dann müssen wir gucken, was für Strom das wir brauchen. Was für Leitungen das wir brauchen. Ja, sag mal, bleibst du jetzt mal normal stehen da? So, es regnet bei uns. Gestern ist der Strom wieder ausgegangen. Also der Akku. Jetzt haben wir die Maschine reingeschoben, angeschalten. Was war das Ende vom Lied? Hätte natürlich vorher drauf kommen können. Schmeißt den FI, klar, 3 Frequenzumrichter. 0,03 Ampere Auslöse Strom, ja. Na Hund, weil AFU hat natürlich Fehlströme. Scheiße halt. So, jetzt dockt er mal rum und schauen, dass wir über den alten FI gehen, bis der andere umbaut ist. Super. Also, bis gleich. So, spannend. 3, 2, 1, Frank springt. So, Strom. Strom weg. So, scheiße. Auch der FI ist zu labbrig. Scheiße. Ja. Ach, ist doch zum Kotzen. So, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Scheiß doch die Wand an. Immer der gleiche Mist da. So, es war das letztes Mal wirklich so, dass der Strom weg war. Kein Spaß. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es schon aufgenommen habe. Auf jeden Fall ärgere ich mich wieder über mich selber. Das hätte ich auch wieder mal wissen können. So, ich muss schnell noch mal Häuble anziehen, damit ich der Karte noch was auf dem Markt nachfahren kann. Von unseren neuen Maschinen im Eis haben wir folgende Geschichte. Da ist ja, sind ja Frequenzumrichter drin. Und diese Frequenzumrichter machen einen Fehlstrom. Ich hoffe, ich drücke das korrekt aus.
Und das erkennt der FI nicht, wenn es kein Altstromsensitiver ist und wenn es nicht fest verklemmt ist, hier, dann macht es das Problem, dass er hinten einfach auslöst. Also, und funktionieren tut das Ganze, wieso, ich zeige euch ein paar Videos, wie das jetzt ausgeguckt hat. Aber wir haben im Endeffekt hier unsere kleine Wanne, dann ist da unten eine Schnecke drin, eine von den beiden hier, also für feines Material oder flüssiges Material und für grobes Material die hier. Und dann macht das nichts anderes, als das hier in diese Zählradschleuse einzudosieren und die wiederum schneckt es in das Eis rein. Hier ist so ein kleiner Mischer, den kann ich auch in der Frequenz verstellen und dann kommt es fix und fertig hier raus. Jetzt hängt der Reinigungsschlauch dran, weil wir die ja mitzippen können. So, und jetzt hat man mal Klugscheißer wissen, Zip heißt Cleaning in Place. Das Ganze gibt es auch noch als Zip, das heißt Sterilization in Place. So, für euch Klugscheißer wissen, wenn einer wieder kommt, hey, wir zippen da, dann könnt ihr sagen, weiß ich. So, also, dann mache ich jetzt das Vermarkt noch schnell zusammen und dann geht's weiter. Tschüss! So, wir haben heute Besuch und zwar, der Sven ist da. Hallo, servus. Und gleich was in der richtigen Taschenfarbe vor allem. Also, Sven, danke dir, gell? So, jetzt hatten wir vorhin Besuch. Boah, das Video wird konfus, glaube ich. Jetzt haben wir vorhin Besuch und jetzt muss ich das da, die Kehrmaschine noch ein bisschen, eigentlich hätte ich das putzen müssen. Und meine Kinder haben sie da verewigt. Ein Herzler an die Hand. weil der Schnacki kommt jetzt da noch vorbei. Habe ich es gesagt? Warum kommt er vorbei? Er will Kehrmaschine fahren. Das ist wirklich der einzige Grund, warum er vorbeikommt. mal schauen, ob ihr danach noch eine Kehrmaschine habt. Der hat den Hänger dabei. Das wird gefährlich, da muss ich aufpassen. Ich glaube, ich ziehe da den Schlüssel ab. Das bringt ja nichts. So, jetzt müssen wir den mal schnell starten da. Der startet nicht mehr ohne. Ja, ist die Batterie ist fertig, aber naja, für das bisschen Rasenmähen. Eine neue Batterie. Ach so, jetzt muss ich euch noch was zeigen. Und zwar, wir hatten ja jahrelang diese Diele zum Drübermarschieren. Ne? Und zwar über diesen Graben. Und jetzt hat man die BG da. Und jetzt hat der Max das hier geschweißt. So mega, oder? Jetzt kann ich sogar am Handy bedienend irgendwas da drüber laufen. Konnte ich vorher nicht. Doch, konnte ich vorher. Aber ich find's geil. So. Super stabil. Max, mega. Der will bestimmt kehren.
So, es ist jetzt so. Alter Falter, einmal wenn der Schneige vorbeikommt, ne? Hat doch der Teleskop dann gleich saubere Scheiben. Ich bin begeistert, ohne Scheiß. Ich wusste gar nicht, dass man so durchgucken kann. Und jetzt, weil wir Sonntag immer nichts zu tun haben, haben wir uns den Fahrer engagiert. Das geht ja ab, das Teil, ne? Wenn man schon, drauf drückt, ne? Der geht ja richtig cool ab, ne? Ich wusste gar nicht, dass die bei der Straßenreinigung so schnell sind. Ja. Oder ist das Bauerspezial? Naja, getunt ist er nicht, ne? Aber der gibt ja richtig Feuer, wenn du drauf drückst. Ja, aber du kriegst ja einen Krampf im Fuß, wenn du so... Ja, weil du die ganze Zeit nicht hast. So, weil so... Und deswegen kann ich das nicht verstehen, die Jungs von der Straßenreinigung müssen ja eigentlich abfetzen, wie die Wahnsinn. Ja, eigentlich schon, ja. Weil das bequemste ist ja so. Ja. Aber kehr mal so, da schalten die Besen ab. Aber ist cool, danke. So, ich bin schon? Noch nicht fertig, ich hab noch Auftrag. Na, Hundi, und du bist ganz perplex, oder? Ja, die könnte auch hier bleiben, glaube ich. Wenigstens der Hof ist danach sauber. So, es ringt wieder, Gott sei Dank. Muss man echt sagen. Und wie immer, wenn euch die Videos taugen, abonniert den Kanal! So, jetzt wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Einen schönen Restsonntag. Und dann geht es Montag in alter Frische weiter. Und dann gehen wir mal wieder raus in den Bestand vom Mais. Und gucken uns den mal an. Also, bis dann! Thank you.